Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es ist soweit, mein allererstes NDA-Smartphone-Projekt startet gerade. Ich habe vor wenigen Minuten eine E-Mail bekommen. Hey Technik-Faultier, ich habe ein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst. Wie sieht's aus? Unterschreib dieses NDA. NDA steht für Non-Disclosure Agreement, also Geheimhaltungserklärung. Und wir schicken dir das neue Honor 6-Smartphone zu. Zur Einordnung, das Honor 6 wurde ja eigentlich bereits in Asien vorgestellt. Jetzt haben ja viele spekuliert, dass es wie beim Honor 5X Anfang dann 2017 ein Event gibt, wo dann die Europa- oder die Nordamerika-Version auch noch vorgestellt wird. So, und jetzt kam gerade die Anfrage, wenn ich mich verpflichte, nichts zu verraten, vor dem 4. Januar, 8 am CET, da muss ich nachher mal gucken, welche Uhrzeit das ist, dann, also erst das unterschreiben, ne? Hier verspreche ich, ich halte die Klappe und wenn ich irgendwie was trotzdem verrate, dann drohen mir Strafen und ich krieg Prügel und was nicht alles. Und das unterschreibe ich, beziehungsweise ich habe es gerade unterschrieben und zurückgemailt. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich euch den kompletten Inhalt von diesem NDA-Agreement zeige, weil ich weiß nicht, ich denke mal, ich habe ja das Wichtigste gerade schon erzählt. Und ich will jetzt einfach nur mal Schrittchen für Schrittchen nehme ich euch mit auf die Reise, so wie was, und ich habe halt doch, also wie das abläuft, und ich habe halt doch ein bisschen Gänsehaut, weil auf der einen Seite ist sowas richtig, richtig cool, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, spätestens wenn ich das Gerät hier habe, wow. Und also ich bis zum nächsten Teil. Haha, und jetzt ist das Gerät bei mir eingetroffen. Und wer jetzt denkt, das wird jetzt hochoffiziell irgendwie sonst wie verschickt, nein, kam als ganz normales DHL-Paket vorbei. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich mache jetzt sozusagen das Kisten-Unboxing einfach mal direkt vorweg, weil ich natürlich wissen will, wie sieht sowas aus? Gibt es da nochmal Informationen dazu? Gibt es ein nettes Handbuch? Oder ist es einfach nur, na, auf der anderen Seite auch nochmal. So, und da drin befindet sich, kann ich ja einfach mal zeigen, ziemlich, naja, einfach eingepackt. Luftpolsterfolie, aber keine zusätzlichen Infos. Und da haben wir das gute Stück. Also Honor 5X, wir kennen die Verpackung von anderen Geräten auch schon. Und was ich auf der Rückseite direkt schon mal sehe, es ist links und rechts offen. Ich denke mal, da wird die PR-Firma dann vorher geguckt haben, ob alles seine Richtigkeit hat. Auf der Rückseite gibt es noch die Information, Honor 5X, goldene Farbe. Warum auch immer, da freue ich mich jetzt natürlich gleich nochmal drauf zu sehen, wie sind da die Display-Ränder. Und ich freue mich natürlich tierisch damit jetzt in den nächsten Tagen rumzulaufen, das alles testen zu können. Aber das gibt es natürlich noch in separaten Videos. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Und der Puls ist doch schon ein bisschen da. Auch wenn das Honor 6X jetzt irgendwo anders in irgendwelchen anderen Teilen der Welt schon vorgestellt worden ist. Aber ich habe jetzt dieses NDA-Agreement unterschrieben und darf mich damit jetzt eigentlich nicht erwischen lassen. Und man hat natürlich schon leichtes Kribbeln, wenn man jetzt, naja, hoffentlich kommt da jetzt einem, also nicht, dass das Gerät jetzt gerade in einem anderen Video irgendwie noch auf dem Tisch liegt oder sowas. Oder ich mache ein Foto, weil ich die Kamera von einem anderen Gerät teste und dann sieht man dieses Gerät. Wobei ich glaube, optisch wird es schwer, das Honor 5X vom 6X zu unterscheiden, aber darauf stürze ich mich doch jetzt auch direkt mal. Einige Tage wieder später bin ich jetzt mit dem Honor 6X in Vietnam unterwegs und es ist jetzt offiziell, es wurde auf der CES nochmal vorgestellt, die NDAs sind gefallen. Gut, ich weiß, das ist ein bisschen unspektakulär, weil das Gerät ja in Asien bereits vorgestellt worden ist und schon erhältlich ist. Ich spiele damit jetzt aber weiter rum. Es war für mich trotzdem mal ein nettes Erlebnis, so ein NDA-Ding vorher zu bekommen. Und ich kann schon mal in Warnung geben, die Brezel in der goldenen Version, die ich bekommen habe, mit der weißen Frontseite, ist deutlich weniger, wie wir das von früheren Huawei und Honor-Geräten kennen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.